Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem kleinen Replay, eingesendet von Captain Baloo in einem allseits bekannten Stufe 9 Schiff, der Jean Bart. Französisches Premium-Schiff ist eine Alsace-Klasse. Pfui. Ist eine Richelieu-Klasse hier im Spiel. Man kennt es natürlich. Allseits bekannt mit Reload Booster. Hip hip. Naja, das muss man mal wirken lassen. Die Jean Bart. Gibt's die noch im Shop? Ich glaube nicht. Könnte, sollte, möchte. Ja, jeder, der sie sich nicht geholt hatte, der hat jetzt, glaube ich, ein Problem mit Smolensk. Müsste jetzt eigentlich raus sein. Ist ein relativ schönes Schiff. Also rein vom Aussehen, wenn einem die Richelieu-Klasse gefällt. Und wenn man ein neues Schiff sucht, das man oft und gerne fahren möchte und da ein bisschen mehr haben möchte als zum Beispiel bei der Richelieu, dann immer gerne. Seht hier hinten die fette Anordnung von Sekundärgeschützen, die auf 7 Kilometer Stock wirken. Alles HE natürlich 12x200 mm und 3x352 mm. Das bedeutet, beim Fliehen und Arschwackeln schließt die ganze Sekundärartillerie auf dem Schiff. Fast die ganze. Ne? Das sind auch drei nach vorne. Aber da sieht man mal die Ausrichtung der französischen Schiffe. Eine sind natürlich mehr als drei. Wir können ja, wir haben ja momentan, glaube ich, Zeit. Können uns das anschauen. Eins, zwei. Nein, nein, das sind Anti-Air-Geschütze. Da sind sechs auf der Seite und hinten die drei. Wunderbar. Und da sind nochmal sechs, dann kommen wir auf 12x2. Ja, passt, das war's. Also drei nach vorne pro Seite und der Rest geht nach hinten. Die Türme können natürlich auch so schießen, aber nicht wirklich viel. Das bedeutet, man muss relativ viel zeigen, damit der Großteil der Türme, also in diese Richtung, auch schießen kann. Dementsprechend, frontal machen wir großen Schaden durch die Hauptartillerie. Notfalls mit dem Buff des Reload Boosters und wir haben mit einem Kaliber von 380 mm nicht nur die Qual der Wahl, sondern auch die Pflicht der Wahl, weil man muss ziemlich oft Geschoss wechseln. Also HEAP macht Sinn bei kleinem Kaliber und gutem Reload und wir sind hier bei Stock bei 26 Sekunden. Wenn man die Nachladezeit bufft, was mit Sicherheit gemacht worden ist, müsste auf Stufe 9 gehen, dann kommen wir wahrscheinlich runter auf 22,9, irgend sowas in dieser Richtung, 12% von 26, das müsste ich jetzt jemand ausrechnen, das, was das genau ist, aber ist ja nicht so notwendig. Speed Boost ist praktikabel, weil Schiffsspeed normal 30 Knoten und dann für Flanken wechseln. Ich glaube, da muss man nichts mehr dazu sagen. Die Jean Bart von der Panzerung her ist relativ weich, da kann man guten Schaden mit HE drauf machen. Ist immer, war immer mein kleiner, es ist kein Kritikpunkt. Es ist, ich sehe es nicht ganz, dass ein Schiff, das eine sehr gute sekundäre Artillerie hat, relativ schlechte Panzerung hat im Vergleich zu anderen Schiffen. Dann schauen wir uns die Kreml an. Die Panzerung ist Bombe. Gut, man darf halt nicht Breitseite zeigen, aber soll man eh nie. Aber die hat auch keine gute sekundäre Artillerie. Da hätte ich aber lieber auf der Kreml die Jean Bart'sche Sec drauf. Oder die französische Sec. Da könnte man schon mal aus Jux und Tollerei sich ein Schnäpschen gönnen und Vollgas in die Gegnermenge. Natürlich nur, wenn man nicht flankiert werden kann. Das bedeutet, man fährt auf eine Seite raus und nimmt die Flanke und hält den Feind vor sich. Dann ist so ein Kreml mit Sekundärartillerie relativ unzerstörbar. Flak passt auch bei dem Teil. Das bedeutet, abfarmen wird auch für den Flugzeugträger schwierig. Gut, die Jean Bart hat auch keine schlechte Flagge. Muss man auch erwähnen. Aber naja. Ich glaube, die meisten Jean Barts werden tatsächlich auf Überleben geskillt. Da fahre ich tatsächlich auch meine Republik. Als schnellen Plänkler. Flankierenden Plänkler. Funktioniert gut mit den großen Geschützen. Also mit den, was hat die, 400? Oh Gott, ich vergesse immer, was die Jean Bart hat. Was die Jean Bart hat. Was die Republik hat. 430? 420? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, guter Reload, gute Geschütze. Ist genug genau und sind nur 2x4, aber ist halt anderer Stil. Macht aber trotzdem Spaß, wenn man lang genug überlebt immer. Und sie ist schnell und relativ beweglich. Zumindest macht sie Spaß zum Spielen. Natürlich. Ihr Schiff. Aber mei, kann ich alles haben. Diese Karte. Die sind immer ein bisschen kritisch. Meistens wird hier bei A ziemlich gekämpft, hin und wieder auch bei C. Die Entscheidung fällt oft bei B, wenn jemand Balls
Herz hat Eier in der Hose und hier durchbricht, dann kann man ziemlich gut was aufrollen. Man muss nicht direkt durch B durch, man kann zwischen B und C durch, je nachdem wie der Gegner hier steht. Wenn er zum Beispiel wie die Massachusetts hier auf der Rückseite steht, sodass er nichts decken kann, wenn was Breitseite rumkommt, oder die Atlanta hier alleine ist, dann kann man mit einem fetten Schlachtschiff durchaus mal durchbrawlen, gibt eh nichts, was einen aufhalten kann. Direkt von dem Zerstörer vielleicht noch ein bisschen scoutet, schießt man in zwei Salben die Atlanta raus und das war's. Natürlich sollte man nicht zu nah rankommen, die hat auch Torpedos. Aber das wird die Jean Bart hier wahrscheinlich. Oh, sieht sie's? Da die Charles Atlanta raus und die Jean Bart, die Charles Martel. Sehr gut gesehen von Captain Baloo. Wie gesagt, da muss man gut aufpassen. Ansonsten, die Massachusetts hätte jetzt drauf gezahlt. Hier noch Torpedos von der Jean Bart kassieren, die ein bisschen rausgefahren wäre. Und dann hätte man schauen müssen, wäre sie im Rücken gewesen. Naja, die Sarah, ja, bezahlt auch für ihren massiven Vorstoß. Als 7er im Stufe 9er Gefecht muss man vorsichtig sein. Das ist, ich finde, das ist sogar noch schlimmer, als Stufe 6er im 8er Gefecht zu sitzen. Als Stufe 7er im 9er Gefecht, da von Stufe 8 auf Stufe 9 ist nochmal ein großer Sprung. Das merkt man einfach. Oh mein, da hat jeder so seine Probleme. Manche Schiffe schaffen es einfacher, sich in Stufe 9 Gefecht einzugliedern. Andere tun sich natürlich schwerer. Hängt von Reichweite und von Reload ab oder was für eine Schiffsklasse man fährt. Ja, zum Beispiel mit einer Fuso als Stufe 6 Schiff im Stufe 8 Gefecht habe ich weniger Probleme, als wenn ich mit, das ist ein Beispiel, eines mit wenig Reichweite, Colorado, die hat jetzt auch wieder Reichweiten-Buff, hat die erst, da schon länger bekommen, auch nicht mehr das Problem. Haben wir eine Hawk, ja, das ist aber Stufe 5. Ah. Stufe 6. Schwierig. Das ist ein schlechtes Stufe 7 Schiff. Atlanta. Jetzt. Atlanta in Stufe 9. Da würde ich mich jetzt eher schwerer tun. Dank dem EFA-Nerf. Danke nochmal, Wargaming. Welche die. Oh ja, schön. Welche die Atlanta nicht berücksichtigt hat und die Flint. Macht man jetzt nicht mehr so viel Schaden mit EFA auf besser gepanzerte Ziele, weil weniger Durchschlag. Und dann wird man noch um die Brandwahrscheinlichkeit betrogen. Ansonsten immer noch ein gutes Schiff, die Atlanta. Also, challenging zu spielen. Und jetzt mit dem EFA noch weniger belohnend, aber ansonsten geil. Und ihr seht, das ist das, was eine Jean Bart macht. Farmen. Momentan kann man auch nichts großartig mehr machen. Wir warten hier jetzt noch, bis die schon bald rumkommt. Wird sie wahrscheinlich nicht, weil die wird natürlich nicht breitseitig zeigen. Die wird jetzt hier in aller Ruhe zuerst die Z39 abfarmen. Hoffen, dass sie nicht von Torpedos getroffen wird. Danach wird sie ein Stückchen rausfahren. Die Brindisi abfarmen, weil die genau in diesen Kurs fährt, weil sie auch selbst schießen möchte. Danach kommt sie vielleicht raus und holt sich unsere Schaumbar, aber das wird sie nicht schaffen, weil der Winkel einfach zu schlecht ist zum Rumfarmen. Wir machen übrigens dasselbe hier mit der Lyon. Natürlich, notwendigerweise, oder? Wir wollen ja hier die Gegner dezimieren. Und dann kommen wir zum großen Problem, das man hat, wenn man flankiert. Je weiter man flankiert und je weiter man zum Beispiel rechts vorstößt, desto in mehr Feuermöglichkeiten des Feindes fährt man rein, wenn die alle hinter der Insel stehen. Da muss man immer gut aufpassen. Immer nur langsam flankieren, Gegner um Gegner bekämpfen. Wenn man keine Sicht hat, dann soll man auch nicht einfach so um die Ecke. Naja, man sagt ja YOLOn, aber halt einfach fahren oder drehen, weil das geht meistens böse aus. Außer man hat Torpedos und ist auf 5 Kilometer. Dann links, rechts, 100 Torpedos raus, zusehen wie alle schreien und kreischen und sinken. Dann macht Spaß. Aber in einer Jean Bart eher weniger. Ja, wir werden sehen, wie dieses Problem hier gelöst wird. Man sieht, es muss etwas getan werden, denn Team A, also auf A, das Team hat versagt, das hat verloren, die Brindisi wollte noch etwas machen, kommt zurück. Die Massachusetts, die hier vor und zurück gespielt hat an dieser Insel, die hat auch dafür bezahlt. Dafür bezahlt, dass die Flanke eingebrochen ist und sie somit Hauptziel geworden ist. Jetzt können wir vielleicht das betrachten, was ich ganz am Anfang angekündigt habe. Wir sind in sekundärer Artillerie-Reichweite. Die Jean Bart hat ihr Pulver verschossen. Nach vorne schießen weniger Sekundärgeschütze als nach hinten. Ah, da kam nicht viel Schaden an mit Ape. Und jetzt wird unsere Sekundärartillerie, und das sind tatsächlich 3x352 mm, das ist ein leichter Kreuzer, schießt auf die Jean Bart und wird brennt, hoff mal, überbrannt machen
und mich hier nicht böse Zungen strafen lassen, aufzupassen ist auf die North Carolina, die hier um die Ecke kam. Die hämmert auch rein mit dem 406mm, auch wenn es nur ein 8er ist. Die Salve der Nagato ging voll in den Arsch und hat wahrscheinlich auch ein paar Module zerstört hier. Ja, kritisch, kritisch. Die Jean Bart muss raus, hier wird angewinkelt gegen die North Carolina. Jetzt wird zu viel Breitseite gezeigt. Immer noch kein Brand. Das tut weh. Die Härte der Schelle hat einen Brand ausgeblasen. Das ist natürlich nicht möglich. Das ist auch nicht verarschend von mir. Aber wäre es möglich, wäre es passiert. Genau das. Und das war's auch mit der Jean Bart. Kommt entweder in die Superstructure oder in den 32er Pool hier vorne. Ist für die 380er kein Problem. Hat nicht gesättigt ausgesehen. Die 3000 sind da locker noch drin. Ansonsten muss man aufpassen. Ja, wenn ein Schiff nur noch 3000 hat, zielt dahin, wo er auf jeden Fall penetriert. Könnt auch dahin schießen, wo er auf jeden Fall overmatched, overpenetriert, also überpenetriert, dass die Granate durchgeht, sind 10%. Bei 3000, also 10% des Alpha-Schadens, bei 3000 und einem Alpha-Schaden von 11.900, ja, sind es 3 mal 1190, die ihr treffen müsst, also 3 Granaten von 8. Das soll drin sein auf 6 Kilometer. Ansonsten möchte Wargaming nicht, dass ihr trefft und dann ist ganz egal. Und ich sage, Wargaming möchte nicht, dass ihr trefft, wenn ich die Streuung meine natürlich. Aber es ist immer langweilig, auf die Streuung zu schimpfen. Da schimpfe ich doch auf das Entwicklerstudio, das die Streuung so gemacht hat. Naja, schauen wir mal. Jean Bart, Breitseite zur Lyon. Also da möchten wir hin. Die North Carolina kommt auch rum, da zeigen wir den Arsch. Oh, da wird es jetzt schwierig. So ist gefährlich. Also, wir sollten zwar B nehmen, aber ist jetzt... Ach Gott sei Dank, die Lyon hat sich verabschiedet. Also, die geht, die flieht, die möchte die Brindisi bestrafen. Wird sie wahrscheinlich auch schaffen bei der Schrotflintenfunktion, die die Lyon hat. Die North Carolina, langsam aber stetig. Frage danach A und Rhône und Buffalo erledigen. Und die North Carolina hier sich selbst überlassen. Vielleicht noch die Lion rausnehmen. Also Lyon, Entschuldigung. Die Lion wäre die Stufe 9 Schlachtschiff. Und da ist sie raus. Und wahrscheinlich wird hier Captain Baloo auch die North Carolina sehr gut sehen. Die macht einen groben Fehler, schießt auf einen angewinkelten Friedrich den Großen. Die macht 2 grobe Fehler. Anstatt zu warten und hier auf die Jean Bart zu schießen. Und fährt nach vorne, um die Breitseite hier Captain Baloo zu präsentieren, merkt ihren Fehler und wird nicht genügend Zeit haben, ihn zu bereuen. Das Einzige, was sie noch schafft, ist... Oh, scheiße, der Turm zerfetzt. Ist, uns hier zurückzusetzen, aber blockieren reicht. Auch die Buffalo zündet jetzt erst Radar, als sie ihren Fehler bemerkt. Und in voller Panik den falschen Knopf oder irgendeinen Knopf drückt, weil sie weiß, es ist zu Ende. Sieht jetzt den Geschützen ins Gesicht und stirbt. Habt ihr gesehen, wie sie alle kurz vor ihrem Ableben die Türme noch eindrehen? So, what the fuck, was ist das? Was ist hier los? Oh nein! Und tot. So wirft man, meine Damen und Herren, ein Gefecht weg. Und das mit 2 Kills. Ja, die Jean Bart wäre reingefahren. Ja, das ist so. Ja, die North Carolina hätte hierher fahren können, aber nicht nach vorne rutschen. Man hätte sich zuerst gemeinsam auf den Friedrich den Großen, der jetzt übrigens abbrennt, von der Rhone konzentrieren müssen. Und dann wäre man weiter nach vorne gefahren. Wir würden jetzt 4-3 stehen und dann wäre es gewesen. Oh, was ist das an Däne? Jekat van at dick. Was sagt der da? Ach, gesehen. Ah. Zwicken. Ja, das war sicher etwas Freundliches. Vielleicht haben wir jemanden, der das übersetzen kann. Wahrscheinlich wird es jemand in den Google Translator eingeben und dann sagen, hallo, Captain hier, ich kann Däniken sprechen. Ich kann Schwedisch, ich kann Norwegisch. Das heißt das und das. Würde ich auch machen. Da. Rhône weit ab von Schuss. 5 Minuten 48. Wir schaffen nicht alle Punkte zu holen, bevor die 5 Minuten 41 aus sind. Entscheidende Frage: Wollen wir noch A nehmen? Werden wir müssen. Brindisi und Brindisi sind auf dem glorreichen Kurs, eine Nagato zu jagen, die nicht mehr so viel hat, aber zum Glück sind sie schnell. Die können aber trotzdem eine Rhone nicht mehr abfangen, wenn sie B reinfährt.
wenn sie denn den Kurs schon genommen hat. Wunderbar, jetzt sind wir dem Sieg ein Stück näher. 535 reicht immer noch nicht. Müssen wir aber auch nicht. Wir brauchen nur mehr Punkte als der Feind und das wird uns der B- und C-Cap-Lucher ermöglichen. Frage ist, was macht Captain Baloo? Ich glaube, er sticht hier durch die Insel, also durch die Meerenge. Weiß das Meer wahrscheinlich durch die Inselkette sein wird und wird A erobern. Warum? Ja, ganz einfach, die Rona Torpedos, man hat einen durchschnittlichen Abstand, aber sind das 4 Kilometer. Wenn sie schlau ist, schleicht sie sich an, wirft die Torpedos, dreht in die andere Richtung, wirft die Torpedos. Wir haben 43.000, die Rona sieht ziemlich voll aus. Die überlebt 2-3 Salben, wenn sie nicht gerade strunzdämlich mega breit zeigt. Und dann war es das mit unserer Chambard. Die Brindisis kommen zu spät, der Gegner hat wieder Punktevorsprung und der Robert B. Ein mögliches Szenario. Ein anderes mögliches Szenario ist, wir sind in hydrakusischer Suchereichweite. Das bedeutet, wir sind jetzt auf Minimum 5 Kilometer. Torpedoreichweite natürlich. Reload is ready. AP. Die Frage ist, wo kommt die Rhone an? Hier oder hinter uns? Wenn sie hinter uns kommen würde, könnte man sagen, ja, geiler Scheiß. Nein, sie kommt vor uns und zu früh gekommen. Das ist immer blöd. Vor allem, wenn nicht beide zu früh kommen. Aber es war davonfahrend. War davonfahrend. Entweder, was ich nicht glaube, hydraulische Suche ist aus. Dann hätte sie sie zu früh gedrückt. Aus Gründen, keine Ahnung. Also nicht möglich quasi, weil ein Friedrich der Große hat keine Torpedos, und gegen den haben sie vorher gekämpft und das auf über 10 Kilometer. Warum sollte man Hydro ziehen? Oder aber, ja, sie ist außen rumgefahren. Holy moly. Das war Version A unserer möglichen Szenarien. Dass sie aber den Kurs hier, also die Torpedos hier hingeworfen hat, war nicht schlecht gespielt, hätte aber trotzdem nicht gereicht. Jetzt fehlen ihr aber die linken Torpedos für P. Wäre da die Chambard drinnen? Ah, wie gesagt, Brindisis sind schnell. Die eine Brindisi ist schon fast bei B. Wird das Captain nicht stoppen können. Spielt aber keine Rolle, wir bekommen A. Die alles entscheidende Frage ist, fährt die dann durch C? Da ist sie. Nein, fährt sie nicht. Die wird jetzt hier gegen die Brindisi kämpfen und dann Breitseite von Baloo kassieren, der den Reload-Booster reinhaut und dann wahrscheinlich, jetzt hat sie ihn gesehen, vielleicht noch eine Salve rausgeben kann. Reload-Booster rein. Ah, oder auch nicht. Dann wird es nicht klappen. Jetzt werden wir schon... Ja, das ist jetzt zu spät. Also zu spät. Vielleicht kriegen wir die Salve doch noch raus, aber jetzt könnten wir schon schießen und die Salve wäre raus gewesen. Naja, bin gespannt. Na, Schrotflinte lässt grüßen. Immerhin 50% getroffen und die Rohn nagelt die Brindisi raus. Ein Kopf an Kopf rennen. Bitteschön. Töte. Baloo, du bist in der Pflicht, wie es aussieht. 1190. Das ist ein Satz mit X. So funktioniert das nicht. Brindisi zeigt wieder breit. Rohn mit der starken RP. Ja, das hat auch nicht gut funktioniert. Beide haben Torpedos. Es wird spannend. Problem für die Rhone ist natürlich, das ist nicht die Kampfposition, die sie sich wünscht. Das sieht jetzt aber gut aus, die Salve, oder? Ja, 9000. Das ist nicht die Kampfposition, die sie sich wünscht. Eine Rhone möchte nämlich, dass man ihr auf den Arsch glotzt. Das ist wichtig für die Rhone. Dort hat sie 2x3, 203 mm. Frontal hat sie nur 1x3 mm. Also 1x3, 203 mm. Tja, Arsch und Titten. Weil der Rhone ist Arsch besser. Das hier ist, was war das? Das hat niemand hat danach gefragt, ne? Niemand. Er bekommt bei mir alles, wonach ihr nicht fragt. Da, Fjord ist hinten drin, auch einer meiner Lieblingshäfen, nur grässliche Soundkulisse, ansonsten aussehen super. Hier haben wir den miesen Achterkapitän der Chambard, ein Wunder, dass das Gefecht so gut gelaufen ist. Hier haben wir, ja, man sieht's, Reload. Und es wurde auf Sekundärartillerie zumindest ein Modul reingepackt. Ein Sieg mit einer 500.000 Credits, 143.000 Schaden. Blau war ein Team Carry, ja, 2142. Nicht allein aufgrund des Schadens, sondern wichtig wegen der Positionierung und des Capens und des Durchhaltens bis zur letzten Sekunde und dann noch der Hilfe bei der Bekämpfung der Rhone. Ansonsten wäre das vielleicht kritisch ausgegangen für die Brindisi. Die eine hat bezahlt, die andere vielleicht auch. Ist schwierig. Was haltet ihr von diesem Gefecht? Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann wieder im nächsten. Dankeschön fürs Einsenden und bis bald. Ciao.